Wir bauen die Spulenachse zusammen. Dazu benötigen wir zwei 22er Lager, eine Schraube M5 x 25 und hier nicht dargestellt eine Scheibe M5 x 12. Wir beginnen mit dem Zusammenbau, indem wir die Rändelmutter auf den Achskörper schrauben. Achtung, es handelt sich hier um ein Linksgewinde. Wir stecken nun das erste Lager in die Lagerhülse bis zum Anschlag, also bündig. Danach stecken wir von der anderen Seite das zweite Lager ein, ebenfalls bis zum Anschlag. Diesmal geht es tiefer rein. Das ganze Package stecken wir dann auf die Achse. Danach schrauben wir das Lagerpaket mit der M5 x 25 Schraube sowie der Scheibe, die hier wie gesagt nicht dargestellt ist, mit der Achse zusammen. Als nächstes stecken wir die Lagerkappe auf. Wir erkennen, dass diese drei Einkerbungen hat. In diese drei Einkerbungen passt dieser Rändelschraubenzieher hinein. Dieser weiß dargestellte Rändelschraubenzieher wird für Prosamentspulen nicht benötigt. Für Bambulettspulen und andere Spulen wird er benötigt, um die Spulen wieder zu lösen. Damit ist die Spulenachse fertig. Ich zeige jetzt noch am Beispiel einer Bambulettspule, wie man eine Spule einspannt. Wir stecken die Spule auf die Achse und schrauben die Rändelmutter genau so weit hinein, bis die Achse gerade am Spulenende rauslugt. Jetzt legen wir die Achse auf die Aufnahme und schieben Achse und Spule so weit hinein, dass die Bögen in die Spulenaufnahme fest eingreifen. Danach klappen wir noch den Riegel zu und damit ist die Spule bereit.